Mein Name ist Claudio Bohorkes und ich bin Cellist und verstärke das Charon Ensemble Berlin, was hauptsächlich von Mitgliedern der Berliner Philharmonikern besetzt ist, und bin hier eben in mehreren Funktionen tätig, sowohl als Solist mit dem Schumann Cello Konzert nächste Woche unter der Leitung von Christian Zacharias, als Pädagoge, wo ich eben auch die jungen Musiker in Kammermusikformationen unterrichte oder auch coache und sogar in dem Akademieorchester mitspiele, also richtig aktiv mit dabei, und nicht zuletzt auch eben als Kammermusiker, wo ich morgen unter anderem das Brahms Sextett zusammen mit Isabel Faust und den anderen Charon-Mitgliedern spielen werde. Ist das für Sie eine alltägliche Arbeit oder kommt das auch eher selten vor? Nein, im Prinzip ist das schon eigentlich mein Leben sozusagen. Also die drei Standbeine eines Cellisten sind eben die solistische Tätigkeit, die Kammermusiktätigkeit und das Unterrichten. Und diese Dreieinigkeit passt hervorragend zusammen. Und wenn man das natürlich alles zusammen machen kann, wie hier in Zermatt, ist es natürlich eine besondere Erfahrung und auch eine sehr intensive Erfahrung, weil einfach nicht sehr viel Zeit für was anderes bleibt. Was bedeutet das für Sie, dass Sie hier jetzt mit wirken können? Also es ist eine große Ehre, es macht großen Spaß. Es ist zunächst einmal auch ein sehr, sehr wichtiges Festival, auch in seiner Geschichte. Für mich als Cellisten ist es ganz besonders zu wissen, dass hier auch der große Pablo Casals ja auch gewirkt hat und auch Kurse gegeben hat und auch in der gleichen Kirche konzertiert hat. Und das ist natürlich eine ganz besondere Aura in dieser Stadt, für also nicht nur die Landschaft, sondern eben auch dieser Hauch von Pablo Casals, der weht für uns Cellisten hier auch mit. Und sonst ist es immer ein großes Bedürfnis, natürlich die Leidenschaft für die Musik mit der jüngeren Generation zu teilen, die ohnehin schon so hoch motiviert und auch hochtalentiert hier kommt, und dann unsere Erfahrungen, die wir mittlerweile angesammelt haben, eben mit ihnen zu teilen. Können wir vielleicht noch schnell abschweifen zum Pablo Casals? Ich glaube, Sie haben da noch eine spezielle Geschichte, die Sie erleben durften. Ja, das ist richtig. Da habe ich eine besondere Affinität. Im Jahr 2000 hatte ich das Glück und die Ehre, den Pablo Casals-Wettbewerb zu gewinnen. Und da war auch noch die Witwe von Pablo Casals, Marta Casals, ist Domin auch in der Jury, und sie hat einen Sonderpreis verliehen, und der bestand darin, dass ich eben 2 Jahre das Cello von Pablo Casals spielen durfte. Und das waren natürlich 2 ganz besondere Jahre, die ich nie vergessen werde, natürlich da eben darauf musizieren zu dürfen. Und da habe ich mich natürlich auch nochmal besonders mit seiner Biografie beschäftigt, und seine humanitäre Einstellung ist nach wie vor wahnsinnig aktuell.